Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video soll es mal um ein neues Fahrzeug gehen. Das Fahrzeug ist jetzt nicht mehr so neu. Und zwar dreht es sich um den Bugatti Ignis in der bewaffneten Version. Den gibt es aber nur auf der, also für die neue Version, für die neuen Konsolen. Und da kann man den bei Warstock kaufen. So, hier ist der Wagen und den kriegt ihr für 3.245.000. Also ist schon echt ein hoher Preis. Und den Wagen gab es auch schon vorher in der normalen Version. Und zwar hier bei Langdale's Motorsport. Und da ist er auch verfügbar für alle Versionen. Und der bewaffnete, den ihr bei Warstock kaufen könnt, der ist halt nur für die neuen Konsolen verfügbar. Und in diesem Video werde ich den Wagen einmal tunen. Und danach gibt es noch ein kleines Testvideo, also wie sich der Wagen fährt. Ihr habt es eben schon gesehen, also der Wagen hat Flügeltüren, ist eigentlich echt ganz cool. Und es ist halt ein super Sportwagen. Und oben habt ihr dann halt so eine Minigun drauf. Die ist eigentlich auch ganz praktisch. Aber da ist das, der Radius, in der man die benutzen kann, gar nicht so groß. Also man kommt schnell damit nicht mehr weiter. So, und dann werde ich den Wagen hier mal tunen. Aktuell in dieser Eventwoche kann man den Wagen auch im LSKMI testen. Wenn man sich noch nicht sicher ist, ob man den Wagen wirklich haben will, dann kann man den da einmal ein bisschen testweise fahren. Ich habe mir den Wagen auch jetzt erst geholt, weil ich erst jetzt das Geld hatte. Weil ich in GTA, also auf der neuen Konsolenversion, habe ich neu angefangen und bin daher auch nicht so hohes Level und habe da jetzt auch noch nicht alle Tuningsmöglichkeiten freigeschaltet, aber die kann ich euch trotzdem zeigen. So, dann fangen wir an mit der Frontstoßstange. Da haben wir einmal so eine serienmäßige in Carbon, dann so eine Bogenstoßstange, auch in sekundärer Farbe und in Carbon. So, jetzt hier diese weiteren, die habe ich noch nicht alle freigeschaltet. Gibt einmal Straßenstoßstange, Rennstoßstange, so eine Geschwindigkeitsstoßstange, seht ihr ja alle, und eine Pfeilstoßstange. Da nehme ich einfach mal die Bogenstoßstange. So, dann Heckstoßstange, da haben wir einmal einen Renndiffuser, dann so einen Geschwindigkeitsdiffuser, den wir anbringen können, so einen Stinkerdiffuser, dann gibt es noch den Pfeildiffuser, Profisportdiffuser und so ein GT-Diffuser. Die ganzen habe ich erstmal noch nicht freigeschaltet. Da nehme ich einfach mal den Geschwindigkeitsdiffuser. So, dann haben wir jetzt hier sogar schon Gegenmaßnahmen eingebaut. Das finde ich echt ganz cool, weil der Wagen ist halt echt schon mega teuer. Also 3 Millionen kostet der ja, sogar ein bisschen mehr. Und ja, als Gegenmaßnahmen haben wir so einen Lenkraketensender. Das bedeutet, wenn uns ein anderer Spieler mit Lenkraketen anvisiert, kann er uns halt nicht anvisieren. Ist eigentlich ganz cool. So ist man so ein bisschen geschützt. Aber trotzdem geht der Wagen halt kaputt bei Raketen. So, dann nehme ich Motorverbesserung 3. 4 habe ich noch nicht. Auspuff, da haben wir einmal so einen serienmäßigen Auspuff. In sekundärer Farbe, dann so ein Titan-Doppelauspuff. Abgewinkelter runder Auspuff, dann den ovalen Auspuff und noch so einen Hochleistungsauspuff. Da nehme ich einfach mal den Titan-Doppelauspuff. So, Motorhaube, da gibt es jetzt 19 Varianten. Einmal Rennmotorhaube, auch wieder halt in sekundärer Farbe und Carbon. Dann die Geschwindigkeitsmotorhaube, die gibt es auch in sekundärer Farbe und Carbon. Dann die weiteren habe ich alle nicht freigeschaltet. Aber da hätten wir einmal die Motorhaube mit Einlässen, auch wieder in Sekundärfarbe und Carbon. Dann so eine GT-Motorhaube, auch in diesen drei Farboptionen. Dann eine Motorhaube mit großem Einlass, auch halt die drei Farboptionen. Dann Hochleistungsmotorhaube, wieder in Sekundärfarbe und Carbon. Da nehme ich einfach mal die Geschwindigkeitsmotorhaube. So, dann Lichter, da baue ich Tierenscheinwerfer ein. Dann Designs, da haben wir jetzt 11 verschiedene Designs. Die zeige ich alle einfach mal, da brauche ich ja nicht viel zu sagen.
So, Leute, das waren jetzt alle Designs. Da nehme ich einfach mal, ja, hier dieses Design finde ich eigentlich ganz passend, weil ich denke, ich lasse die Lackierung auch mit diesem Dunkelgrün. So, dann geht es jetzt weiter. Nummernschild, da nehme ich Gelb auf Schwarz, wie sonst auch. Dann Lackierung mache ich ganz am Ende. Da gucke ich dann nochmal, ob ich da noch was ändere. So, Verkaufen zeige ich euch ganz am Ende nochmal. So, jetzt kommen wir zu den Seitenverkleidung. Da hätten wir einmal die GT-Seitenverkleidung in Carbon. Dann die GT-Seitenverkleidung MK2. Ja, ich denke, die nehme ich auch mal. Die gibt es dann auch nochmal in Carbon, aber die habe ich wieder nicht. Dann gibt es noch eine Straßenverkleidung. Auch wieder in Carbon. Rennverkleidung gibt es auch. Auch halt in Carbon. Dann so eine Hochleistungsverkleidung. Und dann Pfeilverkleidung gibt es noch. Ja, das waren jetzt alle. So, dann Spoiler. Da haben wir jetzt 16 verschiedene Spoilers. Einmal so ein Geschwindigkeitsspoiler. Den gibt es halt auch wieder in der Farbe und Carbon. Dann so ein Rennspoiler. Auch in diesen zwei Farboptionen. Dann GT-Spoiler. Dann gibt es noch so ein Spoiler GT2 und so ein Pfeil-Spoiler. Ja, das waren jetzt auch schon alle. Da lasse ich mal den Standard, weil das werde ich euch nachher mal zeigen, wenn ich mit dem Wagen ein bisschen durch die Stadt fahre. Und zwar ist da schon ein Spoiler eingebaut, der sich halt während der Fahrt ab einer bestimmten Geschwindigkeit selber ausfährt. Und das finde ich halt einfach am besten. So, dann Federung. Ja, man kann den Wagen noch tiefer legen. Da nehme ich einfach mal die Sportfederung. So, dann Getriebe. Habe ich leider nur das Sportgetriebe. So, dann Turbo habe ich auch noch nicht freigeschaltet. So, jetzt kommen wir noch zu den Fenstern. Da nehme ich Limousinenglas. So, und jetzt könnte ich die Reifen und Felgen noch ändern. Aber da finde ich eigentlich die Felgen, die schon drauf sind, ja, sehen echt gut aus. Passt auch zu der Lackierung. So, ich guck mal, ob wir schon... ja, dann nehme ich einfach mal die schusssicheren Reifen noch. Sind leider nicht mit inbegriffen. Finde ich schade, weil es ist ja einfach so ein bisschen Militärfahrzeug. Und da sind schusssichere Reifen einfach praktisch. Vor allen Dingen, wenn man halt dann gegen Gegner kämpfen muss. So, jetzt gucke ich nochmal, was ich bei der Lackierung mache. Ob ich da noch was ändere. Aber ich finde, dieses Grün sieht einfach am besten aus. Oder passt halt zu dem Design und so. Also ihr könnt dann den Wagen natürlich auch noch ändern. Aber ich glaube, ich belasse es jetzt erstmal bei diesem Aussehen. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, welche Lackierung hättet ihr genommen. So, jetzt für den Preis könnt ihr jetzt den Wagen verkaufen. Also für 2 Millionen und ein paar zerquetschte ist halt ein bisschen gestiegen durch das ganze Tuning. Aber ich finde trotzdem, dass das immer noch zu wenig Geld ist, was man da wieder kriegt. So, dann verlasse ich jetzt mal LS Custom. Und dann zeige ich euch den Wagen nochmal so ein bisschen von innen und von außen. Und dann kommen wir halt gleich zum Test. Ja, das ist der Wagen. Ja, sieht ein bisschen komisch aus vielleicht. Mit diesem Dunkelgrün und dem Hellgrün. Und so ein bisschen Orange haben wir auch noch drin. Merke ich gerade. Aber gut. So, dann zeige ich euch einmal den Innenraum. Ja, sind wir auch schon im Innenraum, also in der Ego-Perspektive. Da haben wir halt hier die zwei Sitze. Hinten steht nochmal Bigassi. Finde ich eigentlich echt ganz cool. Und dann haben wir an der Seite und vorne noch so ein paar weiße Zierstreifen. Finde ich auch ganz cool gemacht. Und dann vorne, ja, das Lenkrad ganz normal. Und auch so ein bisschen ein Thermometer, oder ja, das zeigt uns halt die Geschwindigkeit an, sieht man jetzt aber nicht so. Ja, das ist jetzt eigentlich nichts Besonderes, würde ich sagen. So, dann haben wir oben halt die Minigun. Die macht ihr halt ganz normal. Mit Viereck ändert ihr halt, ob ihr eine normale Waffe haben wollt oder halt die Minigun vom Auto. Und dann schießt ihr halt ganz normal, wie sonst auch. Also ihr müsst ein bisschen gedrückt halten, da sich die Minigun halt erst auflädt. Und jetzt seht ihr auch, also ihr habt hier diesen kleinen Bereich, in dem ihr schießen könnt.
Also weiter geht's auch gar nicht. Da ist dann schon wieder Ende. Finde ich ein bisschen schade, dass die sich nicht einmal komplett ums Auto dreht. Aber gut, ich würde euch auch empfehlen, wenn ihr ein bewaffnetes Fahrzeug braucht oder so, dass ihr dann eher ein anderes kauft oder so. Bei manchen ist halt doof, da braucht man dann halt zwei Personen, zum Beispiel beim Injection Pickup Custom, oder ihr nehmt halt ein Heli oder so. Aber das würde ich jetzt einfach so für ein paar Missionen benutzen. Und wenn man dann schießen muss, ist das ganz praktisch. Aber sonst ist das eher ungeeignet, würde ich sagen. Und wenn man den normalen Wagen hat, es ist halt einfach der Supersportwagen mit einer Minigun oben drauf. Muss jeder selber wissen, ob er das unbedingt braucht oder halt nicht, weil wirklich gepanzert ist der Wagen nicht. Also da ist man am besten beim Injection Pickup. Der ist halt mega gut gepanzert und halt hat auch Annäherungsminen und eine Minigun. Also dem würde ich euch empfehlen, wenn ihr halt richtig gutes gepanzertes Fahrzeug braucht. Aber jetzt hier Wiesen nicht unbedingt. Ist halt einfach so, dass ihr einen Sportwagen habt und dann halt ganz praktisch eine Minigun oben drauf habt. Also vom Fahrverhalten und so finde ich, fährt er sich eigentlich ganz normal, so wie der andere auch. Ich glaube, bei dem könnt ihr jetzt sogar im LSK mit einem HSV Version draus machen. Das geht aber auch wieder nur für die PS5. Aber macht auch bei dem Wagen auch nur Sinn. Kann ich ja vielleicht jetzt einmal kurz machen, dass wir kurz ins LSK mitfahren. Und dann zeige ich euch da auch nochmal die Verbesserung. Aber vom Handling und so würde ich sagen, fährt er sich genauso wie die Standardversion von dem Wagen. So, hier haben wir es auch schon, das LSK mit. Dann fahren wir da mal kurz rein. Und dann machen wir daraus eine HSV-Version. Dann ist er auf jeden Fall schneller als die normale Version. Im letzten Video habe ich mich ja gefragt, was bei den ganzen Fahrzeugen so ein bisschen anders ist. Und es gibt ja auch diesen Astra Custom, den es ja auch schon vorher gab. Da ist halt einfach nur anders, dass ihr eine HSV-Version draus machen könnt. Und das könnt ihr halt bei den ganzen anderen Fahrzeugen nicht. So, aber Tuning ist hier, glaube ich, auch nicht anders. Nee, also hier könnt ihr die gleichen ganzen Sachen tunen, wie auch im LS Custom. Also dann mache ich hieraus mal eine HSV-Verbesserung. Habe ich auch noch gar nicht gemacht. Darum ist die noch kostenlos, weil man hat irgendwie die erste kostenlos bekommen. So, da, das war's auch schon. Ich denke, jetzt ist der Wagen einfach schneller und ein bisschen besser vom Handling. Was genau diese Verbesserung bringt, weiß ich leider auch nicht. Aber ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal hier raus. Damit könnt ihr halt auch diese HSV-Zeitrennen fahren. Werde ich auch mal probieren, ob ich das hinkriege. So, dann verlassen wir jetzt das LSK mit wieder. Also es fühlt sich schon ein bisschen schneller an. Das muss ich auf jeden Fall sagen. Zeige euch jetzt noch einmal die Minigun. Also ja, ich finde die Beschleunigung und das Handling, das ist auf jeden Fall schon so ein bisschen besser geworden. Aber ich weiß auch gar nicht, wie teuer das wäre, wenn ich das Leistungsupdate mir so kaufen müsste. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, falls das jemand von euch weiß. So, und probiere ich jetzt nochmal die Minigun hier ein bisschen aus. Ist halt eine ganz normale Minigun. Ja, dauert so 3-4 Sekunden, bis ein Auto wirklich explodiert. Geht eigentlich noch ganz gut so. Ich finde auch bei der neuen Version sehen die Explosionen viel besser aus. Also das haben die echt schon gut gemacht. Aber sonst ist die neue Version jetzt nicht so viel anders. Ja, Leute, ich denke, ich habe euch genug gezeigt von dem Wagen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Wagen so findet.
und ob ihr euch den auch schon geholt habt. Oder ob ihr eben noch auf der PS4-Version zockt, könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich interessieren. Und dann würde ich mich noch mal ein Like freuen, wenn ihr keine weiteren Videos rund um GTA Online verpassen wollt. Dann abonniert unbedingt meinen Kanal, aktiviert die Glocke und dann bin ich auch erstmal wieder raus. Ciao, Leute.